Kultur vor Kids. Hallo und willkommen bei Kultur vor Kids. Ich bin Sophie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich bin gerade dabei, mir eine Weihnachtskrippe für Weihnachten zu basteln. Bei mir daheim steht nämlich immer am Weihnachtsabend, am 24. Dezember, neben dem Christbaum eine Weihnachtskrippe. Und dieses Jahr wollte ich mal selbst kreativ sein. Willst du wissen, wie sie aussieht? Also, ich habe einen Stall gebaut. So groß wie ein Puppenhäuschen. Aus Baumrinde und Holzstücken. Auf dem Dach, das ich mit Moos belegt habe, hängt ein großer Stern aus Holz. Den habe ich gold angemalt. In dem Stall steht ein grauer Esel, ein brauner Ochse, ein weißes Schaf und in der Mitte steht eine kleine Futterkrippe. Darin liegt Stroh. Aber nicht nur. Auch das kleine Jesuskind liegt darin. Und Maria und Josef stehen neben dem Jesuskind. Die Figuren habe ich aber auf einem Weihnachtsmarkt gekauft. Die aus Holz zu schnitzen, ist echt eine eigene Kunst. Hast du gewusst, dass eine Weihnachtskrippe die Geburt von Jesus darstellt? So wie sie angeblich passiert ist, laut schriftlicher Überlieferungen? Jesus wurde nämlich in einem Stall geboren. Denn seine Eltern, Maria und Josef, mussten von der Stadt Nazareth in die Stadt Bethlehem gehen. Sie mussten sich dort in eine Liste eintragen, denn der damalige römische Kaiser wollte wissen, wie viele Leute in seinem Reich wohnten. Doch sie fanden in Bethlehem keine Herberge. Niemand hatte ein Bett für sie frei. Schließlich fanden sie einen Stall, in dem sie bleiben konnten, mit ein paar Tieren und einer Futterkrippe. Und dort wurde das Jesuskind geboren. Also feiern wir zu Weihnachten den Geburtstag von Jesus. Und hast du gewusst, dass sich angeblich der heilige Franziskus von Assisi die Weihnachtskrippe ausgedacht hat? Im Jahr 1223 baute Franziskus von Assisi in Greccio, einer Ortschaft in Italien, einen echten Tierstall mit einer großen Futterstelle nach. So wie er sich den Stall von Bethlehem von der Erzählung über die Geburt von Jesus vorstellte. Er führte zu diesem Stall eine lebendige Kuh, ein Pferd, einen Esel und Schafe. Dieser nachgebaute große Stall war ein großes Highlight für die Bewohnerinnen und Bewohner von Greccio und alle besuchten am Weihnachtsabend diesen besonderen Stall. Mit der Zeit wurde der Stall kleiner nachgebaut und die Tiere wurden durch Holz- oder Gipsfiguren ersetzt. Und hast du gewusst, dass es in Niederösterreich ein einzigartiges Krippenmuseum gibt? Hallo Miss Vierviertel. Ja, ich weiß auch nicht. Heute sprudelt das Wissen einfach aus mir raus. Hast du gewusst, dass ich gewusst habe, dass es ein Krippenmuseum in Niederösterreich gibt? Und zwar das erste Museum über Krippen in Niederösterreich? Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber hast du gewusst, dass es sich im Industrieviertel in Vösendorf befindet? Ja, das habe ich gewusst. Aber weißt, nein, aus jetzt mit dem gewussten Wissenswissen. Na gut. Aber Miss Vierviertel, ich muss dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt jemanden vorstellen. Einen richtigen Experten für Weihnachtskrippen. Mein Name ist Franz Wosterleck, alle sagen zu mir Wosti. Und ich leite hier das erste niederösterreichische Krippenmuseum in Vösendorf. Ja, hallo Wosti. Ja, du leitest ja nicht nur das Museum, sondern du baust ja auch selber Weihnachtskrippen und restaurierst sie. Also Krippen, wo die Farbe verblichen ist oder die leicht beschädigt sind, besserst du aus und bringst sie wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Weißt du eigentlich noch, wann du deine erste eigene Krippe gebaut hast? Mit 8 Jahren. Wow. Und woher kommt denn eigentlich diese Begeisterung für Weihnachtskrippen? Ja, ich hatte einen Großvater, der mich aufgezogen hat, der selbst geschnitzt hat, der auch ein sehr tiefgläubiger Mensch war und er hat mir die Liebe zu der Weihnachtskrippe eigentlich mitgegeben. Gibt es eigentlich auf der ganzen Welt Weihnachtskrippen? Die ganze Welt ist ja eigentlich umspannt mit einem goldenen Spinnennetz, was die Weihnachtskrippe betrifft. Ob das jetzt in Vietnam ist, ob das in Österreich ist, ob das in Polen ist, ob das in Peru ist. Überall gibt es Weihnachtskrippen und die können wir heuer bei uns im Krippenmuseum sehen. Das klingt aber richtig spannend. Und man kann sich bei euch die unterschiedlich gebauten Krippendarstellungen aus aller Welt anschauen. Sehen die denn so unterschiedlich aus? Woran erkennt man den Unterschied einer österreichischen Krippe und zum Beispiel einer polnischen Krippe? Ja, der Unterschied einer österreichischen und polnischen Krippen ist ganz gravierend. Die polnischen Krippen sind
bunt aus buntem Papier gemacht, in vielen, vielen Farben, mit Gold bestückt. Die österreichische Krippe ist eher ein einfacher, schlichter Stall, ein Bauernhaus, so wie wir uns die Krippe vorstellen, oder natürlich auch eine orientalische Stadt. Ja, stimmt. Ich habe ja einmal eine polnische Weihnachtskrippe gesehen, die sah aus wie ein prunkvolles, glitzerndes Schloss. Also ich bin ja gespannt, welche Krippen ich noch bei dir im Museum entdecken kann. Danke für die tollen Einblicke. Ich danke für das Gespräch. Kommt einmal bei uns vorbei, schaut euch die Weihnachtskrippe an und taucht ein in die Welt der Krippe. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet, in Bethlehems Stall, und sieht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Na, hast du das bekannte Weihnachtslied erkannt? Ja, das war Ihr Kinderlein kommet, gesungen von dem niederösterreichischen Gesangsensemble Sommereiner Viergesang. Du kennst doch bestimmt noch mehr Weihnachtslieder, oder? Ich bin gespannt, ob du dieses hier erkennst. Und? Genau, Jingle Bells. Und, kennst du das auch? Ja, richtig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Super gemacht. Vielleicht kannst du ja das eine oder andere Weihnachtslied zu Weihnachten vor dem geschmückten Christbaum mit deiner Familie singen. Nicht nur in jedem Land andere Weihnachtskrippen, sondern auch andere Weihnachtsbräuche. Heute darf ich dir wieder eine spannende Tradition zu Weihnachten aus Europa verraten. Ach, bitte, bitte, Mr. Viertel, darf ich es heute erzählen? Na klar, Mr. Viertel. Also, leg los! In Schweden werden die Geschenke zu Weihnachten von einem Wichtelmännchen gebracht. Der sieht aus wie ein Gartenzwerg und wird Jultomte genannt. Jul Tomte hat einen Schlitten, der von einem Ziegenbock gezogen wird. Er ist ein fröhlicher Zeitgenosse, der den Menschen hilft, wo er kann. Und als Dank dafür stellen die Familien in Schweden am 24. Dezember eine kleine Schüssel mit süßem Milchbrei vor die Tür. Also den würde ich gerne mal treffen, diesen Wichtel, der aussieht wie ein Gartenzwerg. So, ich werde jetzt meine Krippe fertig bauen. Ah, wartet. Und natürlich habe ich auch für dich eine Anleitung für eine Weihnachtskrippe aus Naturmaterialien. Mit ein bisschen Hilfe von einem Erwachsenen kannst du dir deine ganz eigene Krippe für Weihnachten bauen. Den Basteltipp findest du unter www.kulturforkids.at. Viel Spaß beim Kreativsein! Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf dich, wenn es wieder heißt... Kultur vor